Und damit herzlich willkommen, erstes Spiel der Europa League. Unsere Aufstellung hier, Sema, Sterling, Dinier, Jenkinson, denke ich, die wichtigsten Änderungen. Und bei Ajax mit Frank de Boer, hier noch bei Ajax, etwas geschwächt, wie ich finde. Denn wo ist hier der Star bei Ajax? Also es ist nicht mehr das Ajax, was es mal war, aber ja, ne? Das ist halt so, ne? Hier über die vielen Jahre. Trainer ist treu geblieben. Bas Dost, kriegen wir schon den ersten Angriff hin. Bas Dost, erster Angriff, sitzt, aber Sillissen hat den Ball ohne Probleme in der ersten Minute sicher pariert. Der Schiri hinten immer beim Torwart, verstehe ich nicht. Perisic, De Bruyne, wieder in der Startelf, Dinier souverän. De Bruyne, Lacazette und überragend von Sillissen. Das kennen wir ja von Lacazette, einfach mal aus der Distanz draufhalten, das kann er, da ist er stark. Muss ich auch gucken, ob ich ihm das gegeben habe. Becker wird als stärkster Ajax-Spieler gesehen, ist meiner Meinung nach ein Jugendspieler, der den Elfmeter rausholt. Und Boateng verursacht den, kennen wir von der WM, EM und der Ajax verschießt. Ajax verschießt, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Unnötig, wie die immer reingehen. Baumann mit dem langen Ball. Sterling, Bas Dost ist vorbei. Dost aber wieder zu einfach. Statt noch ein paar Meter zu gehen, schließen sie schon ab. Sillissen. Nürgard, Benetti, Duarte mit dem langen Ball. Torwart, Torwart, Torwart. Mann, 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 warte doch noch 10 Jahre, Baumann. Ach, schon wieder der lange Abschlag. Ich habe doch kurz drin. Dinier verliert nicht den Ball. Sterling auf Lacazette. Irgendwie gerade sehr undurchsichtig gewesen, die Aktion. Ajax besser in der Partie. Sillissen, wir aber mit den besseren Chancen. Sterling, 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 Sterling. Fair scheinbar getrennt von Alex Nürgard. Becker setzt sich gegen Dinier durch. Hat überhaupt keine Chance, der Dinier. Gerhard fault Klaasen. Freistoß für Ajax. Ajax über Kadir, Kadri oder wie auch immer der heißt, aber Baumann fängt. Perisic. Wieder Ballverlust. Ajax gefällt mir irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, weil wir die besseren Chancen haben, aber irgendwie finde ich Ajax dann doch ein bisschen besser. Irgendwie halt, weiß nicht warum. Jenkinson, Perisic, wieder Fehlpass. Duarte, Klaasen, hinten. Hinten finden wir überhaupt nicht statt. Hinten finden wir überhaupt nicht statt und ich finde auch meine Sprache gerade nicht irgendwie alles ein bisschen komisch. De Bruyne, Dost, Sterling, noch der Beste. De Bruyne verliert den Ball, kriegt ihn wieder, spielt auf Lacazette, aber das ist auch kein Problem für Sillissen. Unsere Chancen sind einfach zu ungefährlich, das muss man so sagen. So, Perisic kommt nicht in den Zweikampf, Jenkinson fängt den Ball ab auf Lacazette, wieder ein bisschen im Glück. Den kann De Bruyne nie im Leben kriegen, Perisic. Gerhard, Fehlpass. Gerhard ist ja auch in echt zu Wolfsburg gewechselt, von daher könnte der Wechsel, fällt mir gerade mal so auf, eigentlich auch passen. Flanke, steh mal schlecht und das muss eigentlich dann 1-0 sein, weil Perisic sich auch echt schlecht anstellt, also er spielt bislang fürchterlich. Baumann auf De Bruyne, der sieht Bas Dost, der wird gefoult und es gibt Freistoß für De Bruyne, können wir Freistöße. Pfosten, Lacazette, 1-0. 1-0, bisschen glücklich, muss man sagen, deswegen auch meine Freude etwas gedrückt. Hinten in der Verteidigung kriegt man uns so einfach ausgespielt, da wäre fast das 1-1 gewesen. Also, was ist denn nur mit meinen Verteidigern los? Meine Fresse. Das ist echt, verteidigungsmäßig ist das grottenschlecht. Ball auf Jenkinson, der auf Perisic mit der frühen Flanke, irgendwie glücklich, nee, doch nicht, wieder Einwurf. Oder überhaupt mal Einwurf. Perisic wird da weggecheckt und es gibt auch Freistoß. Gelbe Karte für Boylesen. So, De Bruyne. Gute Flanke, aber Sillissen ist
Da Absicherung aber auch. Boateng, Note 5. Ist auch nicht so stark. Bastos wird wieder weggecheckt. Gelbe Karte für Bekmetschi. So, nochmal De Bruyne in die Mauer. Nachschuss Dinier, Dost. Bastos ist durch, aber Cillessen mit einer übelst kranken Parade. Cillessen hält Ajax im Spiel. Ecke De Bruyne. Zu nah am Torwart. Das wird so nichts, auch wenn mit Piqué ein super Abnehmer da gewesen wäre. Ist ja auch nicht immer der Fall. Meistens kommen die Ecken so auf kleine Leute. Gelb nun auch für Yannick Gerhardt. Das ist nicht so fein. Sterling hier fair gegen Becker. So, frühe Flanke bereitet uns auch frühe Probleme. Latte. Ich dachte, der geht drüber. Alter Schwede, Gerhard. Sterling, wie gesagt, heute einer der besseren. Bastos mit dem Fehlpass unbedrängt in die Füße. Da werde ich schon mal stinksauer, ey. Da werde ich fuchsig. So, Gerhard raus. Boateng raus. Bastos raus. Lacazette Sturmtank. Gebt euer Bestes. So, wir loben Baumann, wir motivieren De Bruyne, Piqué und Perisic und zudem Sterling, der wirklich eine solide Partie macht. Hier ein bisschen durchkneten und los geht's. Zweite Halbzeit, drei Änderungen wie immer. Oder wie so oft. Dadurch, dass ich die Seiten getauscht habe von den Stürmern, muss ich gerade nochmal die Taktik anpassen. Fällt mir gerade auf, sonst rennen die sich gegenseitig über den Haufen. So talentiert sind die nämlich. So. Dann passt das jetzt wieder. Ja, das war der tolle Einwurfback aus einem aus einem soliden Einwurf. Für uns wird Einwurf Ajax, aber da wird es Gott sei Dank auch versaut. Luis Suarez. Luis Suarez könnte Lacazette sehen, wollte ihn auch sehen, hat ihn gesehen, aber wollte nicht hinpassen. Oder wollte schon, aber konnte nicht. So, jetzt haben wir uns sortiert. Gut aufgepasst von Luis Gustavo. Perisic. Wieder viel zu schlecht. Ich wollte ihn ja eigentlich auswechseln, aber die anderen hatten halt genauso schlechtere Noten. Nürgard. Nürgard, Rüdiger greift wieder gar nicht an. Und dann muss Luis Gustavo helfen. Also Rüdiger viel zu passiv. Lacazette verliert viel zu leicht den Ball. Klasen. Luis Gustavo vorbei. Piqué kommt ran, aber Ajax bleibt am Ball. Und Jenkinson klärt dann so halb. Ajax jetzt in einer starken Phase, weil wir einfach zu passiv sind. De Bruyne. Lacazette müsste spielen, verliert schon wieder den Ball. Ey, das ist doch... Was ist denn das für ein Scheiß jetzt hier? Oh, Lacazette, nächster Ballverlust, Luis Gustavo, Ballverlust, Luis Gustavo, Fehlpass. Klasen frei durch, Rüdiger vollkommen verwirrt. Also wo der da hingrätscht, ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Kadiri in die Mauer, Nürgard abgefangen, Sterling. Luis Suarez verliert auch den Ball, Rüdiger passt auf, Nürgard. Und da ist der Ausgleich, weil wir hinten einfach zu dumm sind, mal vernünftig zu verteidigen, ey. Guck mal, und dann haben wir Anstoß, machen direkt einen Fehlpass, ey. Wie dämlich kann man denn sein? Kotzt mich das gerade an. Wieso spielen wir in der zweiten Halbzeit so schlecht? Das war eigentlich ein Foul. Luis Suarez weicht dem Foul aus und verliert dadurch den Ball. Und De Bruyne, meine Fresse, Typ! Du bist so ein Weltklasse-Kerl. Was spielst du heute für einen Scheiß zusammen? Klasen frei durch. Gott sei Dank macht er das schlecht. Boah, könnte ich mich gerade aufregen, was die für einen Scheiß in der zweiten Halbzeit spielen. Sterling, Lacazette, De Bruyne, Suarez. Kein Problem für Klasen. Wie gesagt, das sind alles so sinnlose Schüsse einfach. Die können gar nicht reingehen. Da muss der Torwart dermaßen patzen. Das wird hier nicht passieren. Oh, Suarez mit dem dämlichsten Foul überhaupt. Und hinten wieder nicht... Och, meine Fresse. Zweiter Elfmeter. Oh, wie dämlich kann man sein. Er geht nicht in den Zweikampf und dann, wenn er im 16er ist, kretscht er den von hinten ohne Chance auf den Ball um. Ey, echt. Meine Spieler sind die dümmsten Idioten überhaupt. Das ist doch nicht zu fassen.
Wir hatten Ajax eigentlich nicht wirklich in der Tasche, aber wir waren schon wie gegen die Bayern eigentlich besser. Ich schmeiß die 3D-Spiele bald in die Tonne, ne? Wenn das hier so weitergeht. Ja, fast noch 3-1, jawohl. Ajax hat Bock und unsere Spieler haben keine Lust zu verteidigen oder mal vernünftig nach vorne zu spielen. Fehlpass. Lacazette. Ajax übel brutal. Lacazette mit Glück und dann schießt der. Statt dann nochmal zu gehen. Ey, man kann sich auch dumm anstellen. Ach, der Torwart zeigt doch keine tollen Paraden. Wir schießen den jedes Mal genau an. Der hat keine Chance, den Ball zu... De Bruyne rennt genau in diesen fucking Huren Tapia hinein. Ist es denn wahr? Schlechtestes Spiel von De Bruyne ever. Wie kann der Kerl eine 3,5 haben? Der müsste wie Perisic eine 5 haben. Und guck mal, da greift keiner an. Und jetzt im 16er kommt die Grätsche von hinten. Oder man greift gar nicht an. Ey, da kannst du doch nur fuchsteufelswild werden. Meine Fresse, ey. Zweikampfverhalten aus der Hölle. Lacazette greift nicht mal, steigt nicht mal hoch zum Kopfball. Gustavo, Grätsche neben. Rüdiger ist total besoffen. Oder dämlich. Ich weiß, Grätsche der nochmal. Ey, Junge, was haben wir denn für eine Verteidigung da hinten? Ja, das werden wir verlieren. Da ist nochmal Sterling durch und dann schießt er auch das Letzte. Warum schießen die denn? Du bist frei durch, du Vollidiot, Mann. Oh, meine Fresse. Das war ein Foul, ein glasklares Foul. Wie kann man das nur nicht sehen, ey? Und komm, nächster Elfmeter hier, Nummer 3, nee. Och Gott, ey, warum? Oh, böses Foul, das muss Freistoß geben. Ach, pfeif ab, ey. Boah, De Bruyne, schlecht. Du spielst im nächsten Spiel auf jeden Fall nicht mehr. Und dann Gustavo auch wieder Fehlpass. Pfeift doch endlich ab, Mann. Natürlich pfeift er nicht ab, damit Ajax noch ein Tor machen kann. Und jetzt pfeift er ab. Ja. Boah, die schießen immer die Gegenspieler an. Rechts und links, so viel Platz. Und der Rüdiger Idiot steht hinten alleine. Oh, das sieht nicht so gut aus. So, da ist der Schuss für mich. Ne. Was ein behindertes Spiel in der zweiten Halbzeit. Wir haben wieder eine Führung und vergeigen es wieder wie eh und je. Also so kannst du nicht gewinnen in der Europa League. 3-1 ist wieder mindestens 2 Tore zu hoch. Aber was willst du machen? Meine Spieler stellen sich an wie die Vollidioten. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben geben. Wenn ihr mehr sehen wollt, auch Daumen nach oben. Wenn ihr Transferwünsche habt, in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Jugendspiele übernehmen wollt, ebenso in die Kommentare. Kein Video verpassen könnt ihr, indem ihr ein Abo dalasst. Und ansonsten schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr mehr Infos über mich, über meinen Kanal und Facebook, Twitter, Homepage, Seiten sowie meinem Games-Kanal HeelFuckTheGames. Auch dort bitte mal vorbeischauen. Ich versuche mich jetzt abzuregen und sage bis zum nächsten Part, Nachbericht und dann Aufnahmesession Ende. Bis dahin, ciao, euer HeelFuckTheGames.